Oi, was geht ab, Leute? T-Mobile hier mit Random Brain, Spezialgast auf der EM in Berlin. Das Video hat eigentlich gar kein Thema, kein Format. Es ist random, und zwar habe ich gehört, du hattest bis vor kurzem noch keinen deutschen YouTuber abonniert und jetzt vor kurzem Card-Journalist. Und jetzt meine Frage, vielleicht kann man das Challenge nennen. Was muss TBT machen, damit wir dein Abo bekommen? Oh Gott. Oh, das ist schwierig. Das ist eine gute Frage. Ich gucke ja schon einige Formate von euch. Also das, was ich verfolge, sind diese Interviews. Die finde ich immer sehr interessant. Halt andere Perspektiven von anderen YouTubern zu sehen oder anderen Spielern, das finde ich immer ganz gut. Die Deck-Profiles, wenn ihr halt irgendwelche habt in den laufenden Turnieren, finde ich immer ganz gut. Und finde halt, eure Videos sehr authentisch. Ist ja immer ohne Cutten und so, das finde ich ganz gut. Was ihr noch genau machen müsst, ich glaube, es ist schwierig euch zu abonnieren, weil ihr so viel Content raus habt und ich kann das gar nicht alles gucken. Das ist, glaube ich, der einzige Zeitmangelproblem, glaube ich. Zwei Cut-Journal ist ein bisschen easier, ein, zwei Videos die Woche, das ist ganz entspannt. Vom Content seid ihr schon ziemlich gut. Ihr habt auch organisiert alles, ihr habt unterschiedliche Formate, sodass jeder irgendwie mehr oder weniger bedient wird. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde es einfach niemals schaffen, alles zu gucken. Und es sind halt so einige Sachen, die gucke ich gerne, und andere Sachen sind so halt für mich auch relativ irrelevant. So Meta-Talks oder so interessiert mich meistens überhaupt nicht, weil wenn ich auf Death Row spiele oder so, dann sehe ich schon, was Meta gespielt wird durch andere YouTuber in England, oder in Großbritannien, Digga, in den USA. Und da habe ich das schon alles, da bräuchte ich nicht nochmal auf Deutsch. So, das ist halt der Grund, warum ich keine deutschen YouTuber abonniert habe, weil das meiste gibt es schon von Amerikanern. So, und Cut-Journalist hat also seine eigene Attitüde, hat seine witzigen Videos und halt seine Zeichnungen und sowas, das macht sonst keiner. Und bei euch gucke ich halt das, was ich bei anderen nicht gucken kann, zum Beispiel diese Interviews, das finde ich halt Alleinstellungsmerkmal, das finde ich halt gut. Also zum Abonnieren weiß ich nicht. Ich abonniere halt nur das, wo ich halt ganz viel gucke gerne. Wenn ich halt einen Kanal abonniere, der halt irgendwie, keine Ahnung, der 10 Formate, ich gucke davon nur eins, dann abonniere ich ihn einfach nicht, dann gucke ich ihn einfach so. Verfolge ich einfach nebenbei. Ich bin halt ein strenger Abonnent. Und bei euch ist das halt ähnlich. So zwei, drei Formate finde ich geil. Der andere Rest habe ich schon für den Amis. Dann brauche ich das nicht. Tut mir leid. Aber dann verpasst du ja möglicherweise deine Lieblingssegmente. Zum Beispiel bei den Interviews habe ich gesehen, bemerkt, die meisten hast du kommentiert. Ich habe die meisten kommentiert, aber und auch nicht geliked. Das vorletzte kam nichts von dir. Kann das sein, dass du es übersehen hast? Welches war das? Ein Interview mit einem Vater-Tochter-Duo. Das habe ich tatsächlich übersehen, das habe ich noch nicht gesehen. Genau, und hättest du uns abonniert, dann hättest du es nicht verpasst. Das stimmt. ist ein guter Grund. Es ist halt so, ich selektiere auch das, was ich gucke. Vater-Tochter hat mich jetzt so persönlich auch nicht angesprochen unbedingt so. Weil ich kenne das ja, wir haben eine Familie bei uns in Hamburg, die spielt, die haben Sohn, Mutti und Vati, die spielen jetzt auch hier, Cliffords seit Jahren. Und ich kenne das halt so, das ist für mich jetzt nichts Neues so. Und aber die Perspektive anderer YouTuber zu sehen, zum Beispiel hat ja Digital-Lolita zum Beispiel interviewt, die spielt sonst nicht so viel vor der Kamera, die hat auch relativ wenige Videos, das fand ich interessant. Deswegen habe ich es mir einfach nie angeguckt. Ja. Aber ansonsten muss ich noch sagen, eure GYL-Videos gucke ich sehr gerne, weil Commentary ist ziemlich unterhaltend, nicht gut. Oh mein Gott. Und es ist meistens halt schneller als das Duell gegen das der andere halt gespielt hat, weil der dann richtig kommentiert hat, und es ist ziemlich lang. Das brauche ich kürzer. Kürzer und knackig finde ich besser. Das finde ich mal ganz gut. Alles klar. Wir werden jetzt ein bisschen leiden. Ja, aber leiden. Wir geben noch nicht auf. Wir schauen mal bis zum nächsten Mal, ob sich da was ändern lassen. Vielleicht kommt da ja noch das Superformat, was mich endgültig überzeugt. Genau so ist es. Wir haben immer viele Formate, entwickeln uns weiter. Aber vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Hey, was geht ab, Leute? T-Mobile hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Entertainment München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.